Freunde der Bastelnacht, herzlich willkommen zu Ein Kühler wird irgendwo drauf montiert. wir montieren gerade auf WB-Loops ASRock Z97X Killer den Noctua NHU14S in der Hoffnung, dass ich das hinbekomme. Ich habe den Kühler noch nie montiert, weil ich habe mir gerade diese Anleitung rausgesucht und das wird bestimmt super toll. So, los geht's. Ach ja. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, aber ich wurde dazu gedrängt. Und jetzt fangen wir mit der Backplate an. Mit dir fange ich an. So, jetzt könnt ihr sagen, hallo, bin ich im YouTube-Fernsehen? Hier kommen gar keine Videos mehr, weil der Idiot nur noch Livestreams macht. Seit 90 Monaten. So. Wunderschön, ja. Ich schiebe mir einfach hier drauf. Man muss natürlich darauf achten, dass diese Aussparungen dann auch da sind, wo die hingehören. Very secure, you know. Zack, das war das. Jetzt schauen wir weiter im Text. Welche Orientation wollen wir denn? Wir wollen natürlich die Orientation von rechts nach links. Das heißt, kommen diese formschönen Bügelchen hier. So da drauf. Stell den Campingwagen nicht dahin. Du hast einen Tunnel drin. Zack. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Ach, Noctua-Installationen sind so geil. Es tut mir ja leid, aber das ist immer das Beste. Installing the mounting bars. Oh, ich hätte erstmal... Schwengeldengel. 7 Monate für den Guschler. Danke, man. Das war zu voreilig. Ich muss tatsächlich erstmal so Abstandsstopfen dazwischen stecken. Diese hier. Schwupps. 4 Stück davon. Es fängt wieder an zu regnen. Ist das nicht schön? Das erste YouTube-Video in Stereo, was so bastelmäßig abgeht. So. Zack. Und jetzt. Zack. Zack. So. Und jetzt kommen diese wunderschönen Schrauben da drauf. Man hat das Ganze schon verloren. So schön. Stereo-Regen. Ja, nur so ein bisschen. Es schüttet nur so ein bisschen. Es war heute den Tag über zum Glück schön. So, wir ziehen das jetzt natürlich hier unregelmäßig, regelmäßig erstmal leicht fest. Sehen zu, dass wir die Gewinde richtig treffen. Und dann montieren wir das. Das ist hier ein Prozessor, ein Intel i7 4790K. Ein riesiges Overclocking Beast. 4 Kerne, 8 Threads. Der jetzt geköpft wurde. Und nun mit einem neuen Kühler versorgt wird. So. Diese Bolzen braucht man für die anderen Sockel, für den 2011er oder 2066er. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob hier der auch schon kompatibel ist für AM4. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich nur für AM3. Dafür gibt es ja diese extra Special Editions für den Sockel AM4. Seitens Noctua. Let me have a look. Securefirm 2, AMD. Ne, es ist AM2, AM3 Plus, FM1, FM2. Ja. True Story. Hey, Monster Bee Warrior. Grüß dich. So. Das. Dann können wir die jetzt einmal festschrauben. Das ist eigentlich auch ein Schraubendreher im Lieferumfang enthalten, aber ich nehme mal meinen langen hier, meinen Long John Silver. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Und jetzt gucken wir noch mal, was uns hier drin erwartet. Komm raus, mein Freund. Get out of there. Wuhuhu. Erstmal ein dicker 14er Lüfter. Hey, 8-Core Processors. Danke dir fürs Abo. So, guck mal raus hier. Tada! Ja, Singleturm. 6 dicke Heatpipes. Natürlich komplett vernickelt, wie wir das von Noctua kennen. Ein Träumchen. Und der dicke 140er Lüfter drauf. So.
mal das. Machen wir hier den einmal ab. Ping-Pong. Ich will den Chat nicht mehr. Cracky, warum so schnell heute? Weil das ein YouTube-Video ist, Mr. Murder. Und ich eigentlich noch anderes vorhabe. Ich wurde dazu gerade genötigt. Ich mache nur Spaß. So, ich hole mal kurz etwas zum Saubermachen. Beware. Außerdem ist es diesmal nicht 50 Grad, ja? Das ist ganz einfach. Alkohol. Natürlich kommt Wärmeleitpaste dazwischen. Flüssigmetall auf dem Prozessor, das ist Sauerei noch und nöcher. Nehmen die gute Noctua. Fertig ist. Brauchst einen Graupapagei. Was soll der machen? First of all, the good isoprop. Wiki, wiki, wiki. So. Neun Monate Twitch-Wahnsinn. Jaha. Wir sollen ins Genick springen. Papagei. Wo ist hier überhaupt die Wärmeleitpaste? Wo ist der Deinhard? Die Wärmeleitpaste ist natürlich hier mit drin. Zack, zack. Die gute Noctua NTH1. It's in the game. Das einmal so ein bisschen. Wo ist mein Pinsel, mein Löffel? Board schaut ja mal fisch aus. Das ist das Board vom Webi Loop, welches jetzt repariert hier ist. Und so verstreicht sich eine Wärmeleitpaste easy peasy, ohne dass der Löffel drei Viertel des aufgetragenen gleich wieder mitnimmt. Das ist nämlich der Thermal Grizzly eine Katastrophe. Ich wiederhole mich da sehr gerne. Alle, die sagen, dass man die Thermal Grizzly einfach verstreichen kann, ihr habt eine andere Paste erwischt, wie die, die in meiner Spritze ist. So, zack, verstrichen. Ohne dass die Hälfte gleich wieder mit abkommt. Und jetzt natürlich den Kühler draufsetzen. Zip. So, Noctua Schriftzug in Reih und Glied mit dem Asrock Zeugs. Die Noctua Montagen. Einfach nur priceless. Priceless gut. Natürlich erstmal ein bisschen festziehen hier auf jeder Seite. Und immer so abwechselnd. Bis nichts mehr geht. Und dann hat man schon gewonnen. Das wäre jetzt theoretisch halt auch so eine Montage auf eurem 8700K, 8600K, 8086K. Wenn man die CPUs vorher köpft, bekommt man die höchstwahrscheinlich mit diesem Türmchen hier. Der ist ganz schön hoch, ne? Bekommt man die sehr gut gekühlt. Der hat eine Höhe von 165. Very old man, ich danke dir für dein Abo. So. Dann setzen wir den Lüfter drauf. Wo ist denn der CPU-Fan 1? Hier. Da wo 1 steht, habe ich vorhin 2 gelesen. Kann ich damit eigentlich alle 4 RAM-Slots belegen? Ja, kannst du. So. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem maximalen RAM-Takt dann wieder aussieht. So.
Haben wir das so? Ja, das sieht super aus. Hier. Bitteschön. This is how you spachtel it. Zack. Hier vielleicht noch einen Ticken höher. Dann sieht das auch einheitlich aus. Jo. Cooles Ding. Ja. Schnell montiert, wie das halt so bei Noctua üblich ist. Sind so auch so Puffer dabei, falls man noch einen ziehenden Lüfter noch dahinter setzen will. Die sind auch extra ein bisschen dicker, damit er einen gewissen Abstand zum Kühlkörper hat, damit das Ganze nicht so ein massives Ansauggeräusch macht. Und ja, das ist es soweit. Ja. Flott montiert. NHU14S. Ich habe zu dem Produkt jetzt leider gar keine Informationen. Was kostet der WW-Loop? 60 Euro oder so? Ne, typische Noctua-Farben natürlich. Was denn sonst? Ihr könnt aber auch jeden anderen Lüfter mit 14er Aufnahme dort nehmen. Ist das 14er oder 12er Aufnahme sogar? Lasst mich gucken. Wir eruieren das gerade nochmal. Natürlich das übliche Noctua-Zubehör dabei. Entsprechende Klammern, ein Low-Noise-Adapter auf 7 Volt, ein Noctua-Gehäuse-Logo, 12er-Aufnahme, ne? Mhm, danke. 40 Euro, ja. Ja, teuer, aber genial. So kann man es tatsächlich umschreiben, beschreiben. Was der Kühler auf dem Kasten hat, sehen wir tatsächlich gesondert in einer Extra-Ausgabe der Bastelnacht live auf YouTube Hauptkanal gelandet. What the fuck just happened? Bis dahin! Kommentare in die Kommentare und alle mal tschüss! Danke fürs Abo. Danke, Sub-Zero!